Jo, einen hammermäßigen guten Tag wünsche ich euch hier. Nach 2 Wochen Abwesenheit auf diesem Kanal kommt endlich mal wieder ein Video. Und es ist sogar, man glaubt es kaum, es ist sogar Dark Orbit. Ich hätte es ja auch nicht gedacht. Ganz kurz, ich hatte keine Zeit, irgendwas überhaupt zu tun am PC oder halt wirklich Videos zu machen. Fliegenklatsch hat mich gerade eingeladen. Okay. Hatte einen bestimmten Grund, ich hatte jetzt gerade Prüfungen. Was zum Henker ist denn das hier? Alles klar. Und da ging es halt nicht so ganz gut mit dem Zocken. Ist ja, glaube ich, auch verständlich. Und ich habe jetzt erstmal rein in die Gruppe. Und ich habe mir jetzt erstmal hier so ringsum Dark Orbit wieder so angeguckt und gedacht so, hey Mensch, hier haben wir die Schiffe, über die ich so ein Review gemacht habe, so ein kleines. Was heißt Review? Ich habe die Dinge kurz vorgestellt. Ich wusste ja selber nicht, was das überhaupt ist. Ja. Und ja. Ich dachte, Mensch, jetzt sind die ja im Shop bestimmt schon draußen, hier und da, und die kann man sich bestimmt jetzt kaufen und alles Mögliche jetzt. Und ja, warte mal. Moin. Zack. Ja. So geguckt. Ja, ist nicht. Gibt's nicht. Gibt's nicht. Gibt's nicht. Gibt's auch nicht. Was ist denn da los? Gibt's hier alles überhaupt nicht? Das kann ja nicht sein. Keine Schiffe vorhanden. Vielleicht bei Personalisierung. Also, jetzt wie eben jetzt hier nochmal geguckt. Gibt's denn hier vielleicht irgendwas? Nö. Auch die ganze Kacke für das Pad gibt's hier. Hier, alles fürs Pad, alles Mögliche. Dann gibt's hier noch eine Drohne, die man für viel Geld sich kaufen kann. Aber sonst alles nicht das, was ich dachte. So, gut, okay. Auf die Karte drauf. Und ja, alles mal aktiviert und hier sind sie, die Schiffe. Wofür man das I-Öl braucht, das I-Oil, 450 Stück. Ich habe zwei davon. Geile Sache. Wie kriegt man das? Ah. Infizierte Kreaturen. Der lila Schein. Aha, also lilane Kreaturen. Droppen das. Dann braucht man 20 von den Hochfrequenzkabeln. Oder Hochfrequenzgeneratoren, was weiß ich, das ist. Und auch von dem anderen Kram. Genauso wie bei den anderen Schiffen, die brauchen das gleiche. Und dann hat man hier noch einen immunisierten CPU. Wofür man 30 H-Alloys braucht. Also Alloy bedeutet so viel wie Legierung, glaube ich. Nee. Quatsch, Quatsch, Legierung. Gott. Oh Gott. Ich habe nichts gesagt. Schon gut. Also auf jeden Fall, diesen Krempel hier kriegt man von Kristallonen, die bleitet sind. Also Bleitet-Kristallone. Keine Ahnung, was das ist. Wahrscheinlich auf den 7er-Karten irgendwo. Und ich habe echt gerade gedacht, Alloy bedeutet Legierung. Oh Gott, nein. Oh. Egal. Auf jeden Fall komme ich mit dem Leonov schlecht jetzt auf die 7er-Karte hoch und deswegen müsste ich das Ding jetzt umbauen. Ich habe aber allerdings keine Lust, das Teil umzubauen. Aber man muss in den sauren Apfel beißen, deswegen einmal auf den Lockout-Button gehauen und dann schauen wir doch mal. Dann einmal in den Hangar und dann gucken wir mal kurz. Muss ich mal schauen, was ich hier jetzt an Schiffen noch rumfliegen habe, die ich jetzt dafür benutzen kann. So. Alloy bedeutet übrigens Guss. Es gibt zum Beispiel auch Alloy Wheels fürs Auto, das sind Gussräder. Wer es besser weiß, bitte sehr, schreibt es mir in die Kommentare. Ich bin für jeden Kommentar offen. So, den ganzen Krempel jetzt rausgeholt. Was nehmen wir denn? Wir haben ein paar Schiffe ja zur Auswahl. Es sind ja Aliens, ne? Aber hey, Aegis. Aktivieren. Gucken, wo das Teil steht. So, aber nicht die Sandsturm-Aegis. Die ist hässlich. Na, mache ich dann noch raus. So, einmal. Hallo? Das CPU rein. Und ja, ich habe wirklich zwei Tarn-CPUs. Eins mit einer 12-Tarnung. Und eins mit einer Ladung von noch 21 Tarnungen. Das war für Dark Orbit wahrscheinlich ein bisschen viel, dass ich zwei Stück hatte. Und auch irgendwie zwei Stück reingebaut habe, zwei unterschiedliche. So. Drohnen kriegen jetzt auch erstmal ihre. Ah, jetzt habe ich es falsch gemacht. Ach, shit. Ja, das ist natürlich doof. Ich wollte nämlich eigentlich nicht alles voll machen mit LF4-Lasern hier, weil das nämlich die Speed convert. Jetzt hier die Schilde rein. Ein paar. Also nicht alle, nur ein paar. Und der Rest bleibt mit den Lasern. So, und hier kommen jetzt die restlichen LF4 rein. So, 4 Stück bleiben jetzt noch über. Ist aber nicht schlimm. So. Dann die Harbox drauf. Das Pad kriegt jetzt
das Rapgear rein, das hier und dann kriegst du auch das hier rein. Könnt natürlich auch das Sandsturm teilnehmen, aber wie gesagt, die Sandsturm-Aegis, die ist irgendwie nicht so mein Fall. Ist mir irgendwie zu Sandsturm-mäßig. Wenn es das überhaupt gibt, das Wort Sandsturm-mäßig. Wenn nicht, habe ich es gerade erfunden. So, 4 LF4 sind noch zu viel. Die kommen jetzt ins Schiff. Nein, nicht die hier. Die hier. So. Und der Rocket Launcher. Und jetzt brauche ich die Schilder. Jawohl, hier. Dann noch die Extras. So. So. Und last but not least, das Pet. Kommt natürlich auch ein paar Sachen rein. So. Sehr schön. Damit haben wir jetzt die Aegis ausgerüstet. Und dann gucke ich mal auf die 7er Karte hoch und schaue mal, ob ich einen Kristallon finde. Einen geblendeten, einen gebleiteten Kristallon. So, A-Elite. Dann sieht er wenigstens auch schön rot aus und nicht so komisch pissgelb. Beziehungsweise so komisch halt. Hm. Ah. Okay, die Aegis steht hier. Machen wir anders. Dann warp ich jetzt nämlich für die Aegis auf diese Karte hier. Warp ich jetzt den Weng hoch. Den lasse ich dann hier stehen. So. Machen wir das anders. Ganz anders. So, und dann nehmen wir jetzt mal den Spektrum Goliath. Ich hoffe, der ist wenigstens auch auf der Karte, wo ich gleich auch jumpen kann. Ist natürlich am einfachsten dann. Es dauert. Telekom hat bei uns auch wieder irgendein Problem. Ich habe jetzt die letzten Tage den Router dreimal neu starten müssen. Dreimal, wo ich es in einem halben Jahr vorher überhaupt nicht machen musste. Damit überhaupt Internet zustande kommt. Also, DSL funktioniert nicht so, wie es soll. LTE ist da schon besser. Hier, jetzt kriegen wir keine Verbindung. Oh, Dark Orbit, komm schon. Na los. Ich wollte jetzt wenigstens mal einen bleite Kristallon sehen, beziehungsweise ihn auch mal wegschießen. Also nochmal das Ganze. So, währenddessen wir warten, ja, können wir uns ja alle schon mal an den schönen Sonntag erinnern, den wir vielleicht schon hatten. War super der Tag, bei mir jedenfalls heute war total geil. Nur los. Diese Ladezeit, ey. Dass das nicht instant voll sein kann, wenn es einmal geladen hatte, das. Ja, verstehe nicht. So. Dark Orbit will also nicht, wie es aussieht. Das ist natürlich super. Ist wieder ein ganz, ganz tolles Let's Play. Wo wir nur einmal kurz reinkamen, ein bisschen Leonov gesehen haben und dann nichts weiter. Aber ich glaube nicht, dass das an meinem Internet liegt. Weil mein TS sagt mir, mein Ping ist in Ordnung und kein Paketverlust. Naja, seht ihr mal. Aber die Blighted Crystallons und Co. sind noch 7 Tage da. Solange wird die Glaziale, nicht Glaziale, die andere CPU da auf jeden Fall auch da sein. Und ich werde es morgen probieren und ich werde euch morgen mitnehmen. Bis dann wünsche ich euch noch einen schönen Restsonntag und einen guten Start morgen in die Woche. Und ja, bis morgen.